Ein Schatten am Himmel. Ziel erfasst, lautlos und tödlich. Dieser geheime Held hinter den Kulissen der modernen Kriegsführung ist der in der Türkei hergestellte T-129 Attack-Hubschrauber. Mit seiner hohen Manövrierfähigkeit und fortschrittlichen Waffensystemen kann diese technische Meisterleistung in den schwierigsten Regionen der Welt operieren. Er ist nicht nur ein Hubschrauber, sondern eine wahre Kriegsmaschine. Werfen wir gemeinsam einen genaueren Blick auf die Kraft und Fähigkeiten dieser beeindruckenden Plattform. Bevor wir mit dem Video beginnen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und das Video liken, um mich zu unterstützen, wenn euch solche Inhalte interessieren. Der T-129 Attack-Hubschrauber wurde entwickelt, um den Bedarf der türkischen Streitkräfte an Kampfhubschraubern zu decken und unter Nutzung nationaler Fähigkeiten, die speziell für die Türkei entwickelt wurden. Im Rahmen eines am 7. September 2007 unterzeichneten Vertrags mit der Präsidentschaft der Verteidigungsindustrie übernahm TUSAS als Hauptauftragnehmer die Verantwortung für die Entwicklung der Plattform, die Systemintegration, Tests und Validierung, die Serienproduktion und die logistische Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus. Die Leistung des T-129 Attack-Hubschraubers wurde für anspruchsvolle Einsätze unter heißem Wetter und in großer Höhe optimiert. Und er kann sowohl bei Tag als auch bei Nacht mit hoher Manövrierfähigkeit und Leistung in Operationen der türkischen Streitkräfte effektiv eingesetzt werden. Das Cockpit des T-129 Attack-Hubschraubers ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, um den Piloten zu ermöglichen, ihre Aufgaben unter den Bedingungen der modernen Kriegsführung so effizient wie möglich zu erfüllen. Das Cockpit verfügt über eine Tandemsitzanordnung für zwei Besatzungsmitglieder, vorne sitzt der Waffensystemoffizier, WSO, und hinten der Pilot. Die Anzeigetafeln im Cockpit sind digital und verwenden hochauflösende, farbige Multifunktionsdisplays, MFDS. Diese Bildschirme liefern kritische Daten wie den Status des Hubschraubers, Zielinformationen, Navigation, Radar und Waffensysteme. Das in das Sichtfeld des Piloten integrierte Head-Up-Display projiziert Fluginformationen und Zielerfassungsdaten direkt vor die Augen, was insbesondere bei Operationen in niedriger Höhe einen großen Vorteil bietet. Das helmintegrierte Zielsystem, Helmet Mounted Display, HMD, ermöglicht es den Piloten, die Waffensysteme in die Richtung zu lenken, in die sie ihren Kopf drehen. Diese Funktion beschleunigt den Zielerfassungs- und Angriffsprozess. Sowohl der Pilot als auch der Waffensystemoffizier können Nachtsichtgeräte, NVG, verwenden, was dem Hubschrauber bei nächtlichen Einsätzen einen großen Vorteil verschafft. Auch die Beleuchtung des Cockpits ist NVG-kompatibel gestaltet. Der Hubschrauber ist mit einem FLIR-System, Forward-Looking Infrared, sowie elektrooptischen, infraroten, EOIR-Sensoren an der Front ausgestattet, die eine präzise Zielerfassung sowohl bei Tag als auch bei Nacht ermöglichen. Zum Schutz der Besatzung ist das Cockpit mit Panzerung verstärkt. Diese bietet zusätzlichen Schutz sowohl gegen Kleinwaffenfeuer als auch gegen Flugabwehrsysteme. Der Motor des T-129 Attack-Hubschraubers ist für Leistung und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Kampfbedingungen ausgelegt und verfügt über eine starke zweimotorige Struktur. Diese Motoren ermöglichen dem Hubschrauber eine effektive Einsatzfähigkeit, selbst unter Hochgebirgs- und heißen Wetterbedingungen. Der T-129 Attack ist mit LHTEC CTs 800 bis 4A Turbowellenmotoren ausgestattet. Diese Motoren sind Hochleistungsmotoren, die gemeinsam von den britischen Unternehmen Rolls-Royce und dem amerikanischen Unternehmen Honeywell entwickelt wurden. Die zweimotorige Bauweise bietet dem Hubschrauber betriebliche Sicherheit im Falle eines Motorausfalls, das heißt der Hubschrauber kann auch mit einem funktionsfähigen Motor seine Mission fortsetzen. Jeder Motor liefert 1361 Wellen PS, SHP, was eine Gesamtleistung von etwa 2720 SHP ergibt. Diese Leistung erhöht sowohl die Waffenlastkapazität als auch die Manövrierfähigkeit des Hubschraubers. Dank dieser hohen Leistung kann der Attack sowohl in niedrigen als auch in hohen Höhen effektiv operieren. Besonders in anspruchsvollem Gelände und heißem Klima zeigt der Motor seine Leistung. Die CTs 800 bis 4A Motoren sind für den effizienten Betrieb in großer Höhe und bei heißen Wetterbedingungen, Hot and High, optimiert. Diese Eigenschaft bietet dem Hubschrauber insbesondere bei Einsätzen in bergigen Regionen oder unter heißen Wetterbedingungen einen großen Vorteil.
Der Hubschrauber kann selbst bei einer Temperatur von 35 Grad Celsius und einer Höhe von 6.000 Fuß mit voller Beladung operieren, was bedeutet, dass er auch unter schwierigen Einsatzbedingungen keinen Leistungsabfall erleidet. Der Kraftstoffverbrauch ist optimiert, sodass der Hubschrauber bei Langzeiteinsätzen eine größere Reichweite hat. Die Motoren sind so konzipiert, dass sie langlebig und wartungsarm sind, um die Wartungs- und Betriebskosten zu senken. Die im Bug montierte 20mm M197 Gatling-Kanone mit rotierendem Lauf ist eine der wichtigsten Waffen des T-129-Attack. Diese Kanone verleiht dem Hubschrauber durch ihre hohe Feuerkraft und Treffgenauigkeit einen Vorteil bei Nahunterstützungseinsätzen. Sie hat eine Feuerrate von 750 Schuss pro Minute. Diese hohe Schussfrequenz bietet eine effektive Feuerkraft, insbesondere gegen gepanzerte Fahrzeuge und feindliche Infanterie. Die Kanone wird abhängig vom Sichtfeld des Piloten oder des Waffensystemoffiziers über das helmintegrierte Zielsystem ausgerichtet. Dies ermöglicht es der Waffe, schnell auf das Ziel einzuwirken. Eine weitere wirksame Waffe ist die Roketsan Zirit, 70mm ASR-geführte Raketen, die eine effektive Lösung gegen verschiedene Ziele wie leicht gepanzerte Fahrzeuge, Infanterieeinheiten und feste Ziele bieten. Die Zirit-Raketen sorgen dank ihrer hochpräzisen Schlagkraft für Kosteneffizienz, da mit begrenzter Munition mehr Ziele zerstört werden können. In jedem Pod des Hubschraubers können 4 Zirit-Raketen transportiert werden, und unter beiden Tragflächen können insgesamt 8 Raketen montiert werden. Die ebenfalls von Roketsan hergestellte UMTAS ist die Hauptpanzerabwehrwaffe des T-129-Attack. Die UMTAS-Rakete ist sowohl in einer lasergelenkten als auch in einer infrarotgelenkten Version erhältlich, was ihre vielseitige Einsetzbarkeit gegen verschiedene Ziele ermöglicht. Diese Rakete ist speziell gegen gepanzerte Ziele konzipiert und hat eine effektive Reichweite von bis zu 8 Kilometern. Der T-129-Attack-Hubschrauber kann bei Bedarf auch amerikanische Panzerabwehrraketen wie die AGM-114 Hellfire einsetzen. Die Hellfire ist besonders wirksam bei der Zerstörung von gepanzerten Fahrzeugen, Gebäuden und festen Zielen. Die lasergelenkte Hellfire-Rakete spielt eine wichtige Rolle bei Antipanzer- und Präzisionsangriffsoperationen des T-129-Attack. Der T-129-Attack ist auch für die Bekämpfung von Luftbedrohungen bewaffnet. Die FIM-92 Stinger-Raketen sind wärmesuchende Raketen, die in Luft-Luft-Gefechten des Hubschraubers eingesetzt werden können. Unter beiden Tragflächen können jeweils 2 Stinger-Raketen transportiert werden, was dem Hubschrauber die Fähigkeit verleiht, sich gegen feindliche Hubschrauber oder unbemannte Luftfahrzeuge zu verteidigen. Der T-129-Attack verfügt über eine effektive Einsatzfähigkeit in schwierigen Höhenlagen. Mit einer maximalen Flughöhe von etwa 4572 Metern, 15.000 Fuß, kann der Hubschrauber in bergigen Gebieten und bei Hochgebirgsmissionen eingesetzt werden. Der Hubschrauber kann auch bei niedrigen Geschwindigkeiten äußerst effektiv manövrieren. Das Fliegen mit niedriger Geschwindigkeit bietet Vorteile, insbesondere bei präzisen Einsätzen oder Missionen in engen Bereichen. Dank dieser Fähigkeit ist der Attack in der Lage, feindlichen Radaren zu entkommen, plötzliche Angriffe durchzuführen und taktische Rückzüge zu managen. Der T-129-Attack kann durch seine Schwebefähigkeit in einer festen Position in der Luft bleiben, um seine Aufgaben zu erfüllen. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für präzises Zielen und Schießen. Die Schwebefähigkeit des Hubschraubers ist sowohl in niedrigen als auch in hohen Höhen effektiv. Dadurch kann die Besatzung feindliche Ziele mit hoher Treffgenauigkeit treffen. Der T-129-Attack ist so konzipiert, dass er unter Hot-and-High-Bedingungen operieren kann. Dies ermöglicht ihm, ohne Leistungsabfall in heißen Klimazonen und bei hohen Höhen weiterhin seine Missionen zu erfüllen. Beispielsweise kann er bei 6.000 Fuß Höhe und 35 Grad Celsius Temperatur mit voller Kapazität operieren. Dank seiner hohen Manövrierfähigkeit bietet der Hubschrauber Vorteile bei plötzlichen Angriffs- und Rückzugmanövern. Er kann sich schnell feindlichen Zielen nähern, Angriffe durchführen und ebenso schnell Rückzugmanöver ausführen, um sich zu verteidigen. Außerdem reduziert die Fähigkeit, in niedrigen Höhen zu fliegen, die Radarsichtbarkeit, was einen zusätzlichen Schutz gegen feindliche Luftabwehrsysteme bietet.
Die Fähigkeit zum Rückwärtsflug oder plötzlichem Richtungswechsel verleiht dem Hubschrauber Flexibilität, während er feindlicher Luftabwehr entkommt. Kraft, Geschwindigkeit und tödliche Präzision. Der T-129 Attack hat sich als Gamechanger auf dem modernen Schlachtfeld bewiesen. Dieses Hightech-Produkt türkischer Ingenieurskunst sorgt unter allen Bedingungen für operationale Überlegenheit und versetzt seine Feinde in Angst und Schrecken. Mit fortschrittlichen Waffensystemen, unglaublicher Manövrierfähigkeit und Leistung unter schwierigen Bedingungen ist der T-129 Attack nicht nur ein Hubschrauber, sondern das Symbol zukünftiger Kriege. Das Juwel am Himmel der Türkei ist stets einsatzbereit. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.